Nur Touristen, Roman von Ralf H., gelesen von Ralf H. St. Mary's Hospital. Ungefähr zu der Zeit, als sich die Deutschen am Erosbrunnen einfanden, waren die beiden Detectives auf dem Weg in das St. Mary's Hospital zu einem letzten Gespräch. Die Interviews mit den Reisenden waren anstrengend und nicht sehr ergiebig gewesen. Die Gruppe würde diese Nacht noch im Hotel verbringen, dann, nach derzeitiger Planung, gegen Mittag die Rückfahrt antreten. Der Dolmetscher hatte Feierabend machen dürfen. Ein Kollege aus dem Yard kümmerte sich darum, die Bänder und Notizen ins Büro zu bringen. Einige Schreibkräfte mussten heute eine Nachtschicht einlegen, um die Gespräche in Schriftform zu bringen. Da ein Teil der Unterhaltungen zweisprachig geführt worden waren, war es unumgänglich, einen Übersetzer hinzuzuziehen. Es bestand ja die Möglichkeit, dass vor Ort das eine oder andere Detail nicht korrekt wiedergegeben worden war. Und den Japanern gibt es nichts Neues. Alle behaupten, ihnen sei nichts aufgefallen, meldete Grimes, während er auf dem Beifahrersitz saß. Gerhard George steuerte den Wagen durch die vollen Straßen. Es war nicht so schlimm wie an einem Freitagabend, aber auch an einem Samstag gab es in London genügend Arbeitswütige und natürlich all jene, die die Stadt zu einem Einkaufsbummel aufsuchten. Wie beurteilen Sie den Fall? Das ist doch offensichtlich, meinte Grimes. Die eine wurde ermordet und die andere hat etwas gesehen. Kennt man doch aus vielen Krimis. Sie hat etwas gesehen und wurde zu einer Gefahr. Genau. Und woher wusste der Täter das? Sie hat versucht, ihn... Ihr Mann behauptet, fast niemand habe sich mit ihr unterhalten. Nur diese dicke Dunkelhaarige hat ihr immer wieder ein Gespräch aufgezwungen. Vielleicht war er nicht immer anwesend. Nicht vorstellbar. Jeder andere, aber nicht er. Sie war nur auf der Toilette oder im Greenwich Park ohne ihn. Vielleicht hat sie auf der Toilette... Vielleicht... In diesem einen Wort lag sehr viel Skepsis. Sie waren auf dem Weg ins Krankenhaus. Zum einen wollten sie direkt von den Ärzten über den Gesundheitszustand der Patientin informiert werden. Zum anderen waren dort Verwandte des ersten Opfers eingetroffen. Es war vielleicht nicht der beste Ort, aber wenn es eine Möglichkeit gab, etwas über das erste Opfer zu erfahren, dann hier. Die beiden Polizisten wurden von dem behandelnden Arzt, nein, es gibt nichts Neues, nein, ich werde keine Prognose stellen, vorgestellt. Sie sind... Es war wieder D.I. George, die die Fragen stellte, während Grimes offenkundig damit beschäftigt war, die Tochter abzuschätzen. George fiel das auf, aber solange es nicht zu offensichtlich und peinlich wurde, würde sie nicht dagegen vorgehen, denn vielleicht fiel dem Kollegen ja etwas auf, das ihr selbst entging. Die Tochter. Natürlich. Und sie? Der Ehemann. Der Ex-Mann. Auch wenn es dir nicht passt, bin ich noch immer mit ihr verheiratet. Die beiden haben sich vor Jahren getrennt, weil er eine andere hatte, erklärte die Tochter. Wir haben uns einvernehmlich getrennt, weil sie nach Pöhl ziehen wollte und ich mir ein Leben als Dorfpolizist nicht vorstellen konnte. Sie ist nach Pöhl gezogen, weil sie es mit ihm nicht mehr aushalten konnte. George musste sich anstrengen, um nicht laut und vernehmlich zu seufzen. Ein Familienstreit über nicht bewältigte Themen war das Letzte, was sie erleben wollte. Vielleicht ist es besser, wenn wir die Unterhaltungen nacheinander führen. Wir sind nicht verpflichtet, begann der Vater seiner Tochter zu erklären. Gegen uns liegt ja nichts vor. Natürlich nicht, warf Dia George ein. Ich will mit ihr sprechen. Sehr schön. Der Aufenthaltsraum ist im Moment leer, wenn ich das richtig gesehen habe. Vielleicht... Von der Tochter kamen keine Einwände. Der Vater blieb alleine zurück, in sorgenden Blick durch die Trennscheibe auf seine Frau gerichtet. Ich will das wirklich kurz halten. Ihr Vater hat natürlich völlig recht. Sie müssen nicht mit uns sprechen. Aber besser wäre es. Was wollen Sie wissen? Warum sind Sie nicht mit Ihrer Mutter gefahren? Es gibt sicher bessere Gesellschaft für einen Kurzurlaub als die eigene Mutter. Sie hat mich gefragt, aber ich habe dankend abgelehnt. Ursprünglich war die Reise ja noch nicht mal ihre Idee. Eine ihrer Freundinnen wollte die Reise machen. Dann hat die sich was gebrochen und sah sich außerstande, diese Reise anzutreten. Man sitzt und läuft doch recht viel. Deshalb hat meine Mutter einen anderen Reisebegleiter gesucht. Ich wollte nicht, mein Bruder konnte nicht und ob sie meinen Vater gefragt hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob die beiden gerade mal wieder zusammen oder getrennt oder was weiß ich sind. Ist mir auch egal. Das zumindest war sicherlich nicht wahr. Er so sehr wie sie auf einen Streit aus war, hegte Gefühle, die jenseits von egal waren. Deshalb kam sie auf die Idee, diese Bettina zu fragen. Kennen Sie sie? Nein, natürlich aus Erzählungen, aber nicht persönlich. Die beiden müssen in den 80ern mal eng befreundet gewesen sein, haben sich dann aber aus den Augen verloren. War Ihr Kontakt zu Ihrer Mutter eng? Ja und nein, gesehen haben wir uns ein- oder zweimal im Jahr, entweder bei mir in Bamberg oder bei ihr auf Pöhl, aber telefoniert haben wir öfters, so zwei- oder dreimal im Monat. Sagen Sie, gibt es irgendjemanden, der was gegen Ihre Mutter haben könnte? Gegen meine Mutter? Nicht ernsthaft. Sie redet manchmal etwas viel, aber ich glaube nicht, dass sie außer mit meinem Vater jemals mit irgendjemandem Auseinandersetzungen hatte. Sie geht Problemen gern aus dem Weg, deshalb ja auch der Umzug auf die Insel. Wovon hat Ihre Mutter gelebt?
Sie hat 3 Ferienwohnungen im Haus. Reich wird man damit nicht, aber etwas Geld kommt rein. Unterstützt Ihr Vater Sie? Keine Ahnung. Wissen Sie, ob Ihre Mutter ein Testament gemacht hat? Nein. Ich habe sie auch nie danach gefragt, bevor Sie fragen. So viel ist das Haus nicht wert. Auf Pöhl kann man Urlaub machen, aber leben kann man dort nicht. Nach Wismar ist man eine halbe Ewigkeit unterwegs und selbst für deutsche Verhältnisse ist das eher eine Kleinstadt. Entschuldigen Sie die Frage. Es gehört wohl zu Ihrem Job, unangebrachte Fragen zu stellen. Darf ich jetzt zu meiner Mutter zurück? Aber sicher, wenn Sie Ihrem Vater sagen würden, keine Antwort, aber der Gesichtsausdruck machte mehr als deutlich, dass sie das eigentlich nicht tun wollte.